dachte gerade, hat er mit dem Stacheldraht hier zu tun. Das bewegt, das kann ich nicht knipsen. Ah, hier geht es wieder um Stapel. Ich glaube, das ist ja keine mehr, glaube ich doch. Danke von dieser zu sein. Jetzt brauchst du nur einen Kanister. Leer, also da ist diese drin. Kanister, oh ja. Gut. Quittierter Lieferschein. Aktuelle Bestandslage 14 Fässer je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute liefert 3 Fässer je 216 Liter Fassungsvermögen. Eingestürzt. Das sieht ein bisschen zusammengerammt aus. Da bringt nichts dahin zu gehen. Bisschen Walde. Wasser oder Blutbad? Beide, keine Ahnung. Gefilter kann ich sagen. Hurra! Durch die Engpasse. Oh, das das soll sein, Generator ist an, da komme ich nicht durch. Etwas, was ich übersehen habe, könnte. Was ist der Plan dabei? Danke, Slayer. Okay, ich habe wirklich den letzten Tropfen daraus gesammelt. Generator läuft. Stacheldraht bewegt sich da. Neue Pumpe, heute wurde dieses Ungetüm geliefert. Wie ein durstiger Elefant soll es die gefluteten Stechen trockenlegen können. Vorhin haben wir die Maschine dann eingeschaltet in Höhenlärm. Ein Höllenlärm. Wenn die läuft, können wir noch nicht mal den Leutern rumschreien hören. Hey, doch positiv. Nicht durch. Knips. Ah, das ist hier wie ein Puzzle ausgelegt. Jetzt, ich verstehe. Ich knipse ihm seine Kraft weg, sozusagen. Oha, ja, kein Wunder, dass hier ein Taubenkreatur ausgekrochen ist.
Vorsicht, Loch. Und dann loche dies. Oh je, Niemandsland wieder war. Ah, das hört sich doch schon schön an. Freundliche Geräusche hier. Der untergesoffenen Bunker hier. Emil Anchessin, Lyon. Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmidt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unser natürlich. Beim nächsten Rehen läuft er wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste einer französischen Uniform gefunden. Sind er wohl unterverreckt, bevor dieser verdammte Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutnant uns weiter so schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, holt der Schlamm uns auch bald. Antoine, Emil, sind mal los. Die Kreaturen sind also hier. Angreifen von der Distanz aus, okay. Ich glaube, ich muss mal da weiterlaufen lassen, dann komme ich nicht vorbei. Bist du laut. Zumindest haben wir ein paar Lichtkörper hier. Und zumindest teilweise mit ausweichen. Der scheint hier gefangen zu sein, wenn da die Lampe ist.
Das wäre nochmal interessant mit Gas. Kommt nicht hier. Normalerweise komme ich hier natürlich hier nicht durch. Ja, normalerweise, normalerweise hier noch. Gut. Mal schufken Lützen. Gerade Licht. Schimmelbeerverteilung. Mundraub. Kisak Iwerk und ich habe den eiserer Ration satt. Die Lieblinge des Leugners bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns einfach klein, auch einfach klamm heimlich, was uns zusteht. Korn, Obsthand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und vor dem und nicht vor dem Schacht. Bald ist alles vorbei. Gaspard Hubert ist es. Betreten verboten. Trotzdem rein. Ach, wir sind schon wieder im Tunnel. Perfekt. Kann ich auch hier die Drähte ein bisschen entfernen, ne? So. Neuer Brief. Gedichter 2. Wo war, weit, wo das Tal hinabgrabt, drei Spaten. Graben ein kühles Grab für einen Soldaten. Drüber im Dämmerschein. Allwo im Städtchen, weint wo Gämmerlein irgend sein Mädchen. Blüht wohl ein Blümelein, rot eins am Walde, balde gar, balde bin ich tot, bald allzu balde. Wer weiß, ob wir den Durchgang mal alles bald benötigen. Falsch geklappt. Obere brauchte ich. Offizier. Dicht. Ehrenrunde durchgerannt. Das alte war. Warte. Anton Schmidt, das Eisenwerk Minden. Allein an uns. Jawohl. Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Oh, ist das über mich? Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant. Hallo? Ich bin hier. Da bist du ja, Soldat. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast dem großen Saboteur das Handwerk gelegt. Die Waffenproduktion ist wieder angelaufen. Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings, ich sage dir das nicht gerne, wir sind auf uns allein gestellt. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken.
Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinge haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Wir werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Ui. Hab ich schon vorgelegt. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an. Ausgerechnet. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flakscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherung, Kabel, alles ausgebrannt. Dieser Feind kennt keine Gnade. Er wird nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen strecken, wird er über das Vaterland herfallen. Weltenbrand. Alles, wofür wir jemals gekämpft haben, wäre verloren. Kaiser und die oberste Heeresleitung wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Draußen, auf dem Niemandsland. Stillgestanden, Soldat! Kämpf dich zum Flugzeugwrack im Westen vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flakscheinwerfer. Dann blenden wir dieses Ungetüm. Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Haha. Und dann, werden wir ein reinigendes Feuer sein. Wir werden den Feind dahinraffen und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Schwanken, ohne Zögern. Für die Freiheit und das Vaterland. Wegtreten, Soldat. Ja, ich lese mich alles erstmal durch. Funkbefehl bereithalten. Diensthabende Funker und Offizier Johannes von Schmidt, Center 1917. Also, glaube ich, habe. Ja, das hat man schon was gelesen. Okay, ich muss, glaube ich, hier raus. Achso, hier kann ich durch. Hallenwegschlüssel gefunden. Richtig, bis zurück. Ah, hier haben wir dann also der Haltungsgarten. Okay, Scheinwerfer, Diensthaber Funker und Offizier Johannes von Schmidt, streng vertraulicher Orden, Diensthaber Offizier. Also hat sämtliche Flugscheinwerfer unser Flugabwehr an ein Elektrosystem gekoppelt. Hierbei handelt es sich um äußerst sensibles Kriegsmaterial. Für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten. Sämtliche Feldabschnitte zur Versorgung sind feindlich Zugriff und Sabotage zu schützen, wobei Heeresleitung. Telegraph 27 wartet auf deinen Befehl. Deine direkte Verbindung zur Heeresleitung. Kann ich kommunizieren? Muss kriechen. Gebe den halben Weg. Leichen verkochen schon hier.